Mit dem grossen Finale Furioso im Triserberg ist heuer am Dienstag die Fasnacht 10 gegangen. Die Kälte hat dieses Jahr dafür gesorgt, dass nicht so viele Leute bei den Umzügen auf der Straße sind als wie letztes Jahr. Nichtsdestotrotz ist man allgemein aber zufrieden, so wie es dieses Jahr gelaufen ist. Auch online hat sich mal mit den Fasnächtlern über ihre Erlebnisse dieses Jahr unterhalten. Mal geil gewesen. Mal, ich bin halt gerade das Jahr 18 geworden und alle Fasnachtsball, alles geil. Mal ist cool gewesen, halt, dass man mit allen Kollegen zusammen ist, aber ich bin jetzt halt noch nicht 18, darum habe ich noch nicht überall gehen können. Ja, mal ist echt geil gewesen, mal Party und so. Ja. Ja, also eigentlich war es nicht so extrem hier. Sehr viel schlechtes Wetter, von dort haben wir noch Kälte gehabt. Was nicht ist halt, für mich ist es ein Haufen Arbeit. Ich muss bei überall eine Maroni machen, einen rechten Stress. Ich habe selber nicht viel Fasnacht erlebt, aber heute, wenn wir aufgeräumt haben, kann ich noch gehörig Gas geben. Ja, das Tollste finde ich, wenn man so wie in einer Zunft mit ein paar Kollegen zusammen Furka oder auch deren Sachen organisieren, was die Leute dann kommen, dann macht es Freude. Also, ich war mit der Schanner Hexe dabei gewesen, und dort haben wir einen Umzug gehabt, und dann hatte ich es lustig gehabt. Mir hat der Crazy Ball ganz gut gefallen und mein Motto ist, wenn die Fasnacht vorbei ist, dann nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Hallo Winde und dann mit der Startnummer 14 für uns aus Bazes bis Rottlau. Hallo Winde.